Hallo, hier OsteTV mit Jochen Distelmeier und ich wurde gerockt von Jochen Distelmeier und Band. Ich bin nass bis auf die Knochen. Es war richtig, richtig geil. Das ist ja sehr süß. Danke schön. Schmetterling ist mir sehr hängen geblieben. Der hat auch gerockt, obwohl der eher psychedelisch langsam ist. Das ist so ein bisschen dein Baby, der Song. Wie meinst du jetzt mein Baby so? Der schien ja der ganzen Band richtig Spaß zu machen und der hatte was dahinter. Ich bin noch nicht genau ohne Hintergrund. Ja, ja. Da können wir aber auch nicht genau erklären, also ja. Was ist das genau ist, aber da passiert irgendwie was auf der Bühne. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem 70er leichten psychedelischen Einfluss in den Song. Ja, mit hat klar. Was, der geht ja. Tiefer, hatte ich das Gefühl. Ja, schön, dass du das meinst, ja, ich glaube, mir auch manchmal so. Ja. Krass. Dann fand ich, wie gesagt, das hat gerockt wie Sau. Ist das so ein bisschen jetzt nach Blumenfeld so eine befreiende Sache, weil du schienst ja aufzugehen, so eine befreiende Sache, jetzt geile Blumenfeld-Songs zu nehmen und selber Material zu haben, was dich kickt? Ist das jetzt so ein Aufgehen vielleicht? Du kickst halt eigentlich vorher auch schon die ganze Zeit. Also okay. Es schien wie perfekt, also als wenn jetzt alles zusammenkommt, was geil ist. Ja, so fühlt sich das für mich auch an. Also ich habe mich vorher auch mit Blumenfeld nicht immer sehr gut fallen lassen, yeah. Sozusagen mit der Musik und so. Ja. Und jetzt ist das für mich auch so. Also ich, mit den neuen Stücken, ich fühle mich einfach sehr wohl. So. Das ist ein sehr freies Gefühl gerade. Ja, du sagtest ja vorhin vor einem Song kurz, wenn das ehrliche und unschuldige Gefühl zurückkehrt. Ist das gerade so? Ja, auf eine Art ja. Was ehrlich sowieso immer. Ja. Das rein und das Unschuldige und rein. Jugendartig vielleicht? Nein, nicht mehr jugendartig, nein, würde ich nicht sagen. Nee. It's beyond that. Das ist schon irgendwie. Okay. Fühlt sich für mich schon weiter an. Ein gereiftes, freies Gefühl. Weiß ich nicht. Ich meine, es ist, weiß ich nicht. Ich finde das gerade sehr angenehm, dass es so, ja. Sich klar fühlt alles für mich. Dann hattest du neben der Bühne deine persönlichen kleinen Stagehands oder Stageberater, deine Kinder nehme ich an. Mein Sohn war da, ja. Okay, toll. Und also meine Tochter ist jetzt 7 Monate, ich mache ja auch Musik und das, die Vorstellung, dass sie irgendwann neben der Bühne ist und so stolz oder begeistert aussieht wie dein Sohn ist, würde mich freuen. Also das fand ich eine schöne Geste, das fand ich richtig klasse. Wie hat sich das ergeben? Hat er mal gesagt, will dabei sein? Achso, das war die schon dabei gewesen. Also ja, also es ist einfach gewachsen. Ja, klar. Schön. Das ist eine schöne Vorstellung. Das fand ich auch so eine schöne Side-Note vom Konzert. Das war einfach leider als eine Connection. Und das fand ich sehr, sehr schön. Auch die Textzeile dann, und Gott ist ein Kind, und dann mit ihm da hinten. Das fand ich, so. Hat für mich einen schönen Akzent gesetzt. Sehr, sehr nett, ja. Das ist abgefahren. Das ja, ist abgefahren. Das, ja. Also hat das für mich auf vielen Ebenen funktioniert, das Konzert. Ja, danke sehr. Und dann dieser Glamrock-Stomper, 3/4 des Sets, da war so ein Glamrock-Stomper, wo... Ja, Hiob ist das. Hiob, genau. Wo dann die Vocals so psychomäßig kachelsoundig klangen, das war voll auf den Punkt. Also die kleinen Bausteine haben das Konzert für mich richtig toll gemacht. Spitze, danke, danke. Und das soll ich genau sagen. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Hast du schon einen Plan oder überholst du dich selber schon gedanklich, jetzt, dass du frei bist? Ja, ein bisschen manchmal. Also wir spielen jetzt noch Festivals. Mhm. Im Frühling, Sommer und so. Ja. Im Herbst spielen wir noch mal eine Tour, eine Auftritte. Schön. Und so dazwischen lasse ich mich so ein bisschen treiben und gucke so, was so das nächste sein wird, was ich machen will. Geil. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir, das fand ich sehr gut. Dürfte ich noch ein Foto von dir haben oder magst du das nicht? Mach mal ein Foto, ja. Mach mal ein Foto. Kriege ein Foto. Ja. Im Spiegel, ne? Ja. Kunst. Jetzt kommt Kunst. Kann sein, doch ohne ich weht ein Hauch von Anarchie.